Hallöchen Leute, bin ich wieder Conny von Panic Hoots and Two mit einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed 3. Wir spielen die Story weiter. Wir sind bei 21% in Boston. 1700 und irgendwas. 70? 73, 74 kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Müsste aber nach, es ist schon ein gutes Stück nach der Tea Party. Oder ist es schon ein gutes Stück? Ne, die haben ja erst gemacht, ich glaube. Ne, da waren wir schon alt. Alt in Anführungszeichen. So, also, ich habe jetzt seit längerem, können wir so sagen eigentlich, ist jetzt schon ein bisschen her, nicht mehr gespielt. Das heißt, nicht wundern, ich werde die Steuerung wieder mal absolut verkacken. Ich weiß auch nicht, ich habe es nicht so mit der Steuerung in Assassin's Creed, die ist so schwerfällig. Nee, aber, also ich kann mich noch daran erinnern, dass man mit Q, also ich weiß immer noch, wie man schießt, und mit Q ist es, genau. Ja. Genau, und das war ja immer das, was so, Naja, die Klinge scheiße. Tomahawk ist cool. Aber ich weiß nicht, wie ich mein Assassinengehilfe jetzt auf die draufjagen kann. Das wiederum, das ist. Da muss ich jetzt echt passen. Das stimmt, da muss ich jetzt echt passen. Ha, gute Frage. Ah, das habe ich aber erst in der letzten Aufnahme bekommen. Naja, gucken wir doch einfach mal, was wir so heute alles so hinbekommen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist eine ganz blöde Frage. Wo bin ich denn und wo muss ich hin? Oh, okay. Moment. Da steht was von Grenzland. Was ist das? Dravenport-Siedlung. Ha, also... Zum Glück habe ich geguckt, sonst wäre ich da wahrscheinlich wie. Hä, ist ein Tumult anzuzetteln? Ich brauche doch gar keinen Tumult. Die Jagd starten. Boston. Hä? Moment. Stopp. Das ist ja Boston, ne? Ne, das ist nicht Boston. Ah, das ist Dravenport-Siedlung. Jo, ich nehme mal schnell Reise. Schnell Reise. Mit unserem netten Kerl hier, Connor. Hallo, lieber Holzfäller. Schafft mir die große Ehre, Captain. Du sprachst von Briefen. Was ist damit? Ah, jetzt interessiert es dich. Captain Kidds Briefe, Bursche. Er hat einen großen Schatz versteckt und vier seiner Männer Briefe mit seltsamen Lederstücken darin geschickt. Findest du die Männer, findest du auch den Strolch. So einfach ist das. Kann ich sie mal sehen? Ha! Du magst ja Captain sein, doch besonders helle bist du nicht, was? Ich tausche mit dir. Du besorgst mir ein paar Dinge und ich gebe dir einen Brief. Dann habe ich meinen eigenen Schatz, ja? Dinge? Und was? Woher? Benutz deine Fantasie, Captain. Das Grenzland ist voll von interessantem Plunder. Okay, doch nicht Holzfäller. Der ist nur genauso dämlich. Ach. Ich... Ein Klunker für Hinkebein finden? Das ist gar nicht die Hauptmission, sehe ich gerade. Die ist nämlich da oben. Aber... Egal. Naja, bisschen Pferd. Pferd, kein Pferd. Muss ich echt hochlaufen. Boah. Naja, so bleib mal fit. Ich habe das Ding jetzt nur angenommen, dass, falls ich irgendwann so einen Klunker finden sollte, irgendwo im Grenzland, dann kann ich dem den ja geben. Aber das ist wahrscheinlich keine Priorität oder sowas. Und dann irgendeinen Schatz finden mit irgendwelchen wertvollen Dingen. Naja. Warte mal, wie viel Prozent haben wir? 21%. Okay, da haben wir doch noch ein bisschen vor uns. Ein Fünftel von 100%. Ich schätze mal, wir kriegen ja wahrscheinlich nur so 60-80% kriegen wir generell nur. Was ist los? 60-80%, weil 100% kriegt man ja nur, wenn man alles 100% Synchronität macht. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher.
Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. 6 Monate später. Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Okay. Neues Gerät in Geschäften erhältlich. Und das wäre was. Genau. Warte, Pferd. Wir haben doch hier eine große Stelle. Und ein Hundi. Hundi, kann ich mit dir was machen? Interagieren. Hallo, hast du gut gemacht. Schön, dass sie aufpasst. So. Interagieren. Moment. Ich kann nicht auf das Pferd. Klar, ist ja auch kein Sattel drauf. Klar, nicht auf das Pferd. Warum ist da kein Sattel drauf? Was ist denn das für ein Pferd? Macht denn das hier? Welten der Hund. So, gucken wir mal, dass wir irgendwie hier durch den Wald hobbeln können. So einen richtigen Weg gibt es ja hier nicht. Okay, das Pferd durchs Wasser. Ach, da ist noch eine Brücke. Okay. Gehen wir vielleicht mit dem Pferd doch eher über die Brücke. Das macht's vielleicht lieber. Und dann gucken wir mal, ob wir... Okay. Schön fährt das Pferd. Gucken wir mal, ob wir die aufhalten können, den Landesverkauf. Ich muss ja immer ein bisschen drauf gucken. Vielleicht können wir den diesmal ja killen, den lieben Johnson. Was ist denn das hier? Eine riesen Felswand. Komm ja gar nicht lang. Da kann ich auch nicht hochklettern. Hä? Hallo? Okay. Gehen wir mal. Vom Pferd und klettern wir einen Baum hoch. Auch gut. So war das zwar nicht geplant, aber naja. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo hier die Felswand raufkommen. So. Was ist das für ein Symbol? Was ist das für ein Symbol? Ich weiß, was das für ein Symbol ist. Oder ich denke, was das für ein Symbol ist, dass ich meine Siedlung erweitern kann. Hallo. Okay. Falsche Waffe. So. Kloppt der mich eigentlich mit seiner... Dein Glück ist erschöpft, Junge. Oh, Double Kill. Hey, die kämpft gut. Ich will dich nur entwaffnen, weil das kannst du dich nicht wehren. Und tschüss. Und tot. Gut. Hat mich ja nur Half-Life gekostet, aber von daher. Jetzt haben wir einen neuen Bürger, Mitbürger. Ziehen wir den guten Kerl mal hoch. Hallo? Hab Dank!
Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde. Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Okay, da haben wir jetzt einen Handwerker. Und der kann handwerken. Oder? Schön. Jetzt hat er sich da ein Haus gebaut. Des Schnitzers Waffen. Neuer Plan erhalten. Okay, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich immer noch da hoch muss. Okay. So, dann gucken wir mal, vielleicht komme ich ja jetzt irgendwie hoch. So ein richtiger Aufgang gibt es ja immer noch nicht. Komme ich da vielleicht hoch? Naja, versuchen wir es einfach mal. Ich glaube, das ist... Ne, das ist nicht die gleiche Stelle, oder? Ne, ich glaube, es ist nicht ganz die gleiche Stelle. Können wir da hoch? Nein. Super. Wir sind eine Etage höher, aber das war's dann auch schon. Ich müsste eigentlich mal gucken, was die ganzen Leute überhaupt bringen. Nach Grenzland reisen. Was? Wie? Hä? Das ist ein schlechter Scherz, oder was? Pferd, wo bist du? Bekanntheitsgrad 1. Stimmt gar nicht, ich hab gar keinen. Doch. Entschuldigung. Hab ich mich gerade. Oh, es regnet. Es regnet. Wenn man das sehen sollte. Also, ich könnte es euch sagen, man hört es auch. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht so sehen. Ich spring da einfach runter. Das ist wahrscheinlich ein gutes Stück schneller. Hirsch. Oh, okay. Nix runterspringen. Hallo? Ich bin da. Verhandlung mit dem Feind. Sie nagen ja der Radit Ganusse den Johnson, sie und der Rockstar. Wahigen sie, was ne Ganun hat und hagedum. Da war der Hardat Guagantro. Muss ich doch noch mal da hoch? Warum habe ich eine Pistole? Nimm mal Bogen. Bogen ist leiser. Ja, ist mal ernst. Warum habe ich eine Pistole? Seit wann habe ich eine Pistole? Hey! Nein! Nein! Wow. Okay. Ich verstehe. Jetzt habe ich zwei Pfeile geopfert. Schlecht. Also man kann nicht außenrum laufen.
ich richtig gehört? Okay, dann falsche Taste. Häuten wir diesmal. Ein guter Bär. Bär. So, das ist jetzt weniger schön, dass wir nur noch zwei Pfeile haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir keine neuen kriegen. Ne? Da sind Menschen. Da ist ein Mensch. Tauchen können wir auf. Gar nicht. Das können wir nicht tauchen. Hier. Ja, komm, Alter. Tu nicht so. Nein. Halt Schnauze. Nichts sagen. Ach, Mist. Shit. Weil es nicht ging. Warum ist er da hochgelaufen? Mann. Egal. Egal. Jetzt sind wir eh schon entdeckt. Nee, bleib mal liegen. Nee, nicht Körper aufheben. Da tragen wir den mal an Land. Oder schmeißen den auf Land und dann plündern wir ihn. So, wir machen das mal mit ein bisschen mehr Action hier heute. Die anderen haben das nicht mitbekommen. Warum haben die das nicht mitbekommen? Naja. Mal gucken, ob das geht. Ah, nein, die werden nicht angezeigt. Schade. Oh. Ups. Jetzt auch. Super. So haben wir doch ein bisschen Platz gemacht. Wir plündern mal so einen nach dem anderen. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Gutes kriegen. So, den haben wir platt gemacht. Ich weiß nicht, das mit dem Bogen, das finde ich irgendwie besser. Das mit der Pistole, ich meine... Ernsthaft, ich will nur den Pfeil haben. Oh, ist das nervig. So, schmeißen wir nochmal runter. Ärgerlich. Nervig und ärgerlich. Naja, gut. Dann bleiben wir doch lieber mit dem Nahkampf. Hallo. Schnell plündern. Und weiter geht's. Oh, ich habe sogar die Waffe aufgehoben. Unbewusst. Nein, natürlich bewusst. Ruhe. Den Fuchs will ich nicht töten. Du willst Land, das ist wahr. Land, das nicht dir gehört oder sonst. Hua! Stirb! Oh, okay. Der wurde entmannt. Das ist jetzt kein Mann mehr. Dann nehmen wir Ohrblatt. Nehme ich den. Oh, während des Rennens können wir die mitnehmen, das ist gut. Machen wir mal einen kleinen Stealth-Kill. Die Geister führen uns, wie sie es immer taten. Zwei Stück. Haben sie uns nicht hergeführt? Ja, auf dass wir den großen Betrüger entlarven. Das ist ein Fehler, wir sollen unterzeichnen. Oh, bringen wir den noch schnell um. Schlag sie hart zu Boden. Gib's den richtig. Auf sie. Mist, falscher Baum, falsches Haus. Gerade einen Moment, Leute, mit euren Verhandlungen. Okay, gut. Friede, Friede.
War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja,